Am 15. und 16. April nahmen die jungen Schwestern unserer Gemeinschaft an einem von der indonesischen Provinzleitung organisierten Excel-Training teil. Es fand in Jakarta in der Notre Dame Puri Indah School statt. Diese Schulung war eine Gelegenheit, auf dem neuesten Stand zu bleiben und etwas Neues auszuprobieren, um den Dienst in den einzelnen Apostolaten deutlich zu verbessern. Neben der Excel-Schulung hatten die jungen Schwestern auch die Möglichkeit, etwas über Finanzmanagement zu lernen, was sowohl für unsere Rechenschaftspflicht in der Kongregation nützlich ist, als auch Verwaltungsdienste in der Kirche unterstützt. Diese Schulung hat uns viel gegeben, wofür wir dankbar sein können, und hat uns Lust gemacht, weiter zu lernen. Wir bekamen auch einen Eindruck davon, was es heißt, eine gute Führungskraft zu sein. Die Schwestern hatten eine besondere Sitzung mit Schwester Maria Carita über gute Verwaltung, die sagte: Als junge Schwestern müsst ihr darauf vorbereitet sein, euren Dienst aufrichtig und kompetent auszuüben. Wir waren auch dankbar, dass drei Juniorinnen, Schwester Maria Veronika, Callista Marie und Maria Anna, am 16. April 2023 die Erneuerung ihrer Gelübde als Schwestern von Notre Dame feierten. Die Messe zur Erneuerung der Gelübde wurde von Pater Bondi um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Thomas Apostel Boyong Indah zelebriert, wobei die SND-Schwestern den Chor bildeten. Wir schlossen unser Schulungsprogramm um 18 Uhr mit einem köstlichen Abendessen ab. Während des Essens gab es einige Abschiedsvorstellungen der jungen Schwestern. Das Schulungsprogramm und die Aktivitäten vermittelten den Schwestern neue Einsichten und hinterließ Freude in ihren Herzen, womit sie in ihre Gemeinschaft zurückkehrten.